Wenn ich da also so ein cooles Modell habe, dann kann ich das genau beschreiben. Ich habe nämlich von die Vierer, die haben wir S genannt, einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Und dazu haben wir noch zweimal die Vierer. Die haben wir Z genannt. Das wäre also jetzt die Bastelanleitung für so ein Modell. Da kann man hergehen und sagen, okay, fünfmal, einmal, zweimal, einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Das S und zweimal das Z. Und da sieht man schon, man kann nur das zusammenzählen, was gleich ist. Da die Vierer und da die Achter. In unserem Fall dreht sich es halt um Lego-Bausteine, aber die sind alle unterschiedlich. Und wenn dann die Anweisung da ist, nimm dreimal die einen und zweimal die nächsten und viermal die nächsten, dann wissen wir ja schon inzwischen, wenn wir es ja vorher festgelegt haben, Z steht für die Vierer, R steht für die Sechser. Und S steht für die Achter. Also wir brauchen 3 mal Z und 2 mal R und 4 mal S. Das könnte man jetzt so vorstellen. Da haben wir 3 mal die R. 4 mal die S und 2 mal die Z. Dann baue ich zuerst das da. Weil man die Klammer gesagt hat, macht es zuerst. Wenn ich also jetzt irgendwie so ein Binom da aufschreibe, dann könnt ihr euch erinnern, haben wir gesagt, wir können das auch in Klammern setzen. Und da gibt es viele verschiedene Klammern. Natürlich könnte man alles runde Klammern machen. Aber wir haben uns halt darauf geeinigt, die innersten Klammern sind runde Klammern. Die nächsten Klammern sind eckige Klammern. Die nächsten Klammern sind geschwungene Klammern. Die nächsten Klammern sind winklige Klammern. Und so weiter. Gell? Da kann man sich also. Ja, und man löst die Klammern von innen nach außen. Zuerst alle runden, dann alle eckigen, dann alle geschwungenen, dann alle winkligen.